wird uns natürlich ein Gegner begegnen, der uns alles abverlangen wird, zum einen in Zweikämpfen. Man hat auch im Spiel gegen Bosnien gesehen, dass eigentlich fast das ganze Spiel auf ein Tor ging, dass sie sehr, sehr offensiv auch gespielt haben. Es ist nochmal die Möglichkeit, in der Nations League nochmal richtig anzugreifen. Von dem her kommt der Sieg in Frage für uns. Wir wollen das Spiel heim unbedingt gewinnen. Wir müssen es gewinnen und so werden wir das Spiel angehen. Ja, gerade im Offensivspiel glaube ich, dass wir sehr, sehr variabel sind eigentlich, dass wir viele, viele gute Offensivspieler haben, die auch immer den Unterschied ausmachen können, die immer Tore schießen können, die Tore vorlegen können. Und ich glaube, dass es darauf auch ankommen wird. Also nicht zu offensiv, nicht zu defensiv. So gute Mischung, glaube ich, macht's aus. Und je mehr Fans, umso besser natürlich für uns als Mannschaft auch, einfach diesen Rückenwind zu spüren. Ich denke, dass es in Österreich schon sehr, sehr eingefleischte Nationalteam-Fans gibt. Und wir hoffen natürlich auf jeden Einzelnen, dass er seinen Weg ins Stadion findet und uns unterstützt. Und wir können nur sagen, dass wir jedes Mal alles probieren werden, um auch wirklich diese Unterstützung dann auch mit Leistung zurückzuzahlen. Ich hoffe, dass so viele Fans wie möglich ins Stadion kommen und uns unterstützen werden. Ich glaube, wir können jede Unterstützung momentan in unserer Situation gebrauchen, gerade nach der Niederlage gegen Bosnien, die uns natürlich sehr, sehr wehgetan hat. Aber wir wollen jetzt gegen Nordirland das Spiel zu Hause gewinnen und ich glaube, es ist immer schön, einen Sieg zu feiern, wenn voll Stadion ist und wenn viele Leute kommen. Und wir werden natürlich unser Bestes dafür tun, dass wir das Spiel gewinnen.